vielleicht auch einen festen Ansprechpartner in der Verwaltung, um jetzt ein Wort zu bemühen, irgendwie einen Ehrenamtsbeauftragten oder? Ja, wir haben die Ehrenamtskarte 2013 eingeführt. Wir haben einen Geschäftsbereich, der sich um diese Ehrenamtskarte und alle Fragen, die mit dem Ehrenamt zusammenhängen, kümmert. Ehrenamtskarte ist eine gute Sache. Nur, liebe Genossinnen und Genossen, es gibt so, so viele ehrenamtlich Tätige, die diese Ehrenamtskarte gar nicht haben wollen. Die sagen mir, ich mache das Ehrenamt gerne, weil es mir ein Bedürfnis ist, weil ich Spaß habe und diese Ehrenamtskarte ist eine schöne Sache, aber nicht für mich.